brauche ich heißen Kaffee, denn sonst werd ich gar nicht wach. 7 Löffel auf die Tasse, sonst ist mir das Zeug zu schwach. Davon trinke ich 3 Kannen und dann geht's mir richtig gut. Und die kleinen Koffeinchen tummeln sich in meinem Blut. Und dann steig ich in mein Auto und fahr eilig ins Büro. Doch was ist mit meiner Pumpe? Warum hämmert die denn so? Wenn der Puls dann pro Minute 180 Schläge schlägt, rauch ich rasch 12 Zigaretten, damit ich das wieder leg. Sowas nennt der Fachmann die Polytoxikomanie. Gift muss man durch Segengift vernichten. Polytoxikomanie weckt dich aus der Lethargie. Und auf sowas Schönes kann man nicht verzichten. In der Firma die Gestalten alle völlig abgeschlafft. Jeder nimmt rasch seine Pille und die gibt ihm Trost und Kraft. Und da kriegt man zur Belohnung erstmal ein schönes Fläschchen Sekt, weil das prickelt und beliebt und alle Lebensgeister weckt. Mit den Pillen und dem Shampoo tut der Bauch sich etwas schwer. Drum muss als Katalysator rasch ein Magenbitter her. So wird völlig systematisch jeder Körperteil verwöhnt. Nur noch rasch 2 Aspirin, damit die Birne nicht so dröhnt. Polytoxikomanie bringt Erfolg und Sympathie. Irgendwann muss jeder einmal starten. Und die Psychoindustrie bläst bereits zum Halali. Mit den Drogen, mit den Weichen und den Harten. Kommt man abends dann nach Hause, ist man mächtig aufgeputscht. Aber niemand sieht es gern, wenn man nervös am Daumen lutscht. Darum schluckt man dann beim Fernsehen ein paar Billigflaschen Wein. Schließlich bei den Tagesthemen ist man müde wie ein Stein. Doch der Magen wendet sich mit Grausen und er legt sich quer. Man fühlt sich nicht besonders, außen dreckig, innen leer. Darum wirft man sich entschlossen noch 3 Schlaftabletten rein. Und dann ist man ganz zufrieden und schläft glücklich drüber ein. Polytoxikomanie ist die beste Therapie. Unser täglich Gift, die